Willkommen zurück bei 7 Days to Die. So, ja, die Marschrichtung ist eigentlich klar vor ihm. Wo kommen denn jetzt auf einmal die ganzen Zombies her? Hallo? Hallihallöche. Ja, dann machen wir erstmal das Häuschen damit. Eben. So, ach ja, können wir erstmal mitmachen, ja. Weil ich habe auch hier gesehen, ich habe kurz die Aufnahme kontrolliert und es geht eigentlich, sag ich mal. Da habe ich gesehen, dass eben dementsprechend in die anderen Häuser auch noch Press drin, aber ich habe es nicht ganz ignoriert, sag ich mal. Müssen wir denn noch mal kurz anhalten, denn wenn ich eben dementsprechend hier was wegbringe. Weil wie zum Beispiel hier Wasserhahn oder sowas eben, dass wir da das dann auch noch mit abbauen können. Das ist ja auch noch mit wichtig. So, hier können wir das auch scrapen, das ist eigentlich zu weit. Alles zwar nicht egal, aber bringt zumindest ein bisschen Eisen. Und hier können wir auch dann gleich noch, was die Kühlschränke sind und den Herd, können wir auch noch gleich mit abbauen. Dass wir da eben hoffentlich dann unsere 20 mechanischen Teile irgendwann mal zusammen haben. Aber das wird, denke ich mal, noch 100 Jahre dauern. Da finden wir eher eine Werkbank an sich. Es geht ja nur darum, um zum Beispiel auch, was jetzt ein Minibike ist oder sowas, muss ja, glaube ich, auch alles in eine alles in der Werkbank hergestellt werden. Und das ist ja die schwere Problematik an sich. Das können wir auch scrapen. Hintergrund ist einfach nur, dass es nicht so viel Platz wegnimmt. Achso, das können wir dann auch mit hier reinpacken. So. Hier müssen wir so oder so nochmal gleich die Pickaxe auspacken. Oh. Hin. Da wollen wir hin. So, und dann können wir das auch noch scrapen. Das gibt genügend an sich an Zeug danach an. So. Ja, nein. Holz macht man mit einer Axt. Ansonsten. Das kann man doch so abbauen, oder? Ja. So. Ah, nur ein Holzverschlachttür hier. Oh, und. Iron Lake. Ja. Na, komm her. Nicht. Hier auch nicht. Irgendwo was vergessen hier? Nö, nee, denke ich mal nicht. Denke ich mal nicht. So, da waren wir. Da waren wir. Also geht es jetzt hier. Machen wir erstmal auf die. Ich würde sagen, erstmal auf der Kreuzung. So. Erstmal das hier, dann arbeiten wir uns nach da hindurch. Nee, wir nehmen. Ah. Nur wieder hier dieses. Ja, Glue können wir nehmen. Hat sich hier jemand schon eingebuddelt, ey? Ey. Unter. Also das gibt nicht so viel. Das hier wird nicht so viel an Eisen. Ne, den nehmen wir vielleicht auf Rücktour mit. Achso. Ah, das können wir ja alles scrapen. Na gut, okay.
Nochmal und nochmal und nochmal. Achso. Können wir auch öffnen. Ui, alles offen hier. Alles open. Warum machst du kein Licht an hier? Nicht. Ja, ein schöner. Eine schöne Sache hier. So, dann gucken wir hier noch rein. Und einmal nichts da. Toilette. Mindestens zweimal war sie ja drin. Nicht. Nicht. Ich vermisse ja noch irgendwie meine Kartoffeln. Die sind noch so. Ja, noch ein bisschen irgendwie. Ja, wie gesagt, die fehlen mir irgendwie noch ein bisschen. Achso, hier nur. Auch wieder eine Strinne. Das können wir eigentlich auch alles so weit stehen lassen hier. Nicht wirklich so der Bringer gewesen, aber naja. Riechen, riechen, riechen hier. So, da sind zumindest ein paar Zombies, oder? Ja, zumindest ist ein bisschen Platz haben wir hier. Meine Jüte hier, ey. Achso, nein. Warum willst du denn hier nicht? Hau doch mal ab hier. Ah, das. Das sagt dieser. Dass man da aus diesem Dings nicht rauskommt. Manchmal, das ist so. Sehr frustrierend. Haben wir schon was weggeschmissen hier? Oh ja. Achso, hier Plantfeuer, was können wir auch mal. Gucken, was wir noch wegschmeißen müssen. Bisher ja nichts. Aber kann man ja schon mal drauf kicken. 34 Holz. Ah, dass ich das nicht lerne, ja. Einfach mal Escape anheben, denn da ist das Problem sozusagen behoben. Aber naja, Sinn und Zweck ist es ja auch nicht. Warum seid ihr jetzt so zahlenmäßig überlegen hier, ja. Hirschchen. Ja, doch nicht so perfekt getroffen. Oh, da kommen sie gleich hier um der Ecke hier. Gepäst. Und da drüben ist auch noch einer. Da macht sich bestimmt auch noch einer von hinten ran hier. Ja, da hinten ist einer. Gucken mal. Scrappen wir hier alles. Nee. Ist doch nichts für uns hier. Scrap. Ah, hatte ich noch ein Plätzle frei gehabt, ja. Oh, das muss fetzen, ja. So, Black Cowboy. Aber die sind ja auch nicht zu verachten. Kann man da eigentlich denn Drink? So. Ne, wir bringen erstmal kurz unser Zeug weg.
Das bringt jetzt sicher nicht, da immer zu hin und her zu stapeln. Wie so ein Blöder. Habe ich das eigentlich nicht müssen? Die ist auch da vorne. Ist ihn. Ja, doch relativ weit drin. Naja. Und doch eine Batterie habe ich ja schon gefunden. Ja. Ich brauche ja auch demnächst eine. Noch eine Kiste. Ich kann auch hier das Auto noch mit. Ein paar Autos noch mit zerlegen. Dann haben wir das zumindest schon mal mit erledigt. Dann sind wir aber trotzdem nicht so weit gekommen. Ja, mit unserer Lulu-Tour durch die Straße. Aber naja, irgendwas ist ja immer. Wie zum Beispiel sowas hier. Ach. So. Nichts gefunden. Warte mal. Eine Wench wäre eigentlich wieder schön. Eine neue. Achso, ja. Jetzt war ich mal ein bisschen kurz verwirrt gewesen, warum das sofort so ging, ohne Escape zu drücken, aber ich habe ja auf R gedrückt. Ja, Elektronikkomponenten, Elektronik. Das haben wir doch hier noch. Wir brauchen mechanische Teile. Das hat eigentlich ein Auto genügend dabei. Wir nehmen hier erstmal alles mit, was wir so finden können. Wirklich alles. Machen wir hier erstmal Ruhe im Karton. Ja. Ja, das klappt nochmal. Nein, wo liegt da? Hier. Beise Farm Challenge, hä? Ich nehme es erstmal mit. Müssen wir mal kicken. Ruhe Minute mal gucken, was damit gemeint ist. Und dann kann man nämlich hier auch ganz schön viel Eisen mitnehmen. Oder was heißt ganz schön viel? Dass wir zumindest da unsere Spikes dann noch weiter aufwerten können. Ist das auch schon wieder ein Brasshaus? Ja. Aber wir nehmen erstmal das hier noch mit, alles mit. Erstmal schön über die Leichen steigen. Auch eine drinne, schade. Oh, Motor, das war schon mal schön. Immer her damit, aber. Ja. Ohne Werkbank kann ich da so oder so nicht mit anfangen. Das ist nur so, halt so. Gut. Machen wir erstmal hier die, das Lämpchen. Einer hat mal gesagt, wenn er. Ich meine, so. Man soll die Lampen eben dementsprechend auf French abbauen. Kriegen wir noch Elektronikparts mit raus. Na komm. Ja. Dann. Na, Bücherregal. Wie geht's dir so? Nicht so gut. Also Elektronikteile. Dann werden wir denn genügend haben dann. Hm, ach, da geht zumindest noch hoch mit.
Nichts da. Na, guck mal, was wir hier noch finden. Cooking Pot. Achso, das kann ich auch nicht mitnehmen. So. Gucken, was wir hier noch so drinnen finden. Puffer gut möchte ich. Ja, nur hier Glasplatte brauche ich nicht, eine einzelne. Gut. Ich werde nicht krank, ich sterbe nur. Ist mir egal. Kann das auch scrubben? Was macht er denn da? Toll. Ach, Gläser habe ich eigentlich genügend, wa? Das habe ich eigentlich auch genügend. Na. Komm, da schön runter hier. Oh ne, das ist mir zu blöd hier. Gehe ich einfach einmal ringsherum. Können wir nämlich noch die hier gleich mit abbauen. Maiskolben. Geht. Scrub. Ist ja auch ein normaler Wasserhahn, nur drauf. Ja, na gut. Oh. Ja, machen wir mal so. Jetzt ist mir egal. Das ist mir jetzt egal. Ja. Apropos egal. Gunpowder ganz genauso hier. Ja, ich muss die abbauen. Oh, und schon seht ihr da. Mechanische Teile. Ein mechanisches Teil. Das ist doch schon mal schön. So muss das sein. Aber hier wird trotzdem kein zweites rauskommen. So viel Glück habe ich nicht. Müssen wir noch immer ringsherum kicken. Ganz genau. So oder so nicht. Aber hier müssen wir zumindest mal das abbauen. Und da haben wir mal unser zweites mechanisches, drittes mechanisches Teil. Ey. Das ist ja mal hier drei Stück eher. Das wird doch so langsam. Dann nehmen wir hier noch das Brass mit. Zwar auch nicht viel, aber zumindest ein bisschen was. Ja. Können wir das hier zumindest auch noch mitnehmen? Nicht fallen gelassen, wunderbar. Ja, aus der ganzen Straße sind denn drei Häuser geworden. Das ist ja auch mal. Nicht viel, sag ich mal, aber. Da sieht das ja. Warte mal. Das machen wir mal noch gleich. Bevor ich das hier ja vergesse. Das ganze Press abbauen. Aber das ist ja nun auch nicht. Gerade wenig. Weil hier hat es, glaube ich. Und hier. Aber das müsste noch aus Press sein, denke ich mir mal so. Jawohl. So. Ja, das ganze Press hier noch mitnehmen, sonst ist das ein bisschen. Ja, und zwar eine funktionierende. Kann man die eigentlich aus- und anschalten? Nee. Das wäre es ja höchstens mal. Dass man die nicht mitnehmen kann, nur abbauen kann, aber zumindest ein- und aus. Das hätte ja mal höchstens funktionieren können. Dann checken wir noch das Haus hier gleich nebenan. Nee, sieht ja nicht so aus. Aber trotzdem mal reingucken. Nee. Brauche ich ja nicht. Nee.
Ist nicht, ist nicht. So, ja. Denn werden wir, denke ich mal, morgen, also, was ist ja denn morgen dann, wenn die nächste Folge kommt, da vielleicht noch ein Haus machen, eben, und dann eigentlich schon so langsam die Sachen zusammenpacken, um eben dementsprechend in Richtung Heimat zu gehen. Ja, da haben wir noch ein bisschen Platz. Dann suchen wir uns erstmal da das Wichtigste raus. 5 mechanische Teile, das ist zwar jetzt nicht die Welt, aber für das, dass es wirklich da, ja, diese extrem selten gibt, ist das schon doch relativ gut. Erstmal. Also, falls euch die Folge hier gefallen hat, eben dementsprechend lasst doch bitte einen Daumen nach oben da. Und dann bis morgen. Ciao.